Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist heute die Brigitte-Box eingetroffen. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Brigitte-Box wird mir kostenfrei zur Verfügung gestellt von boxpalast.de. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für diese großartige Kooperation. Ich finde es wundervoll, denn ich darf in jedem Video tatsächlich auch eine Box an einen von euch verlosen. Genau, das heißt, alles, was du dafür tun musst, ist einfach, dass du in meine Infobox schaust. Da steht alles soweit drin beschrieben. Und ja, wichtig ist halt, diese Verlosung ist dann auch wirklich nur für meine Abonnenten, weil es halt ein Dankeschön ist. Ne? Ich lasse euch ja gerne an meiner Freude teilhaben. Und ja, dass du halt einen lieben Kommentar schreibst und ne? Schau in die Infobox, da steht alles drin. Und die Brigitte-Box erscheint alle 2 Monate. Ich krempel meine Ärmel hoch, denn ich freue mich schon sehr. Die kostet so, also ist halt eine Beauty-Abo-Box, ne? Kostet zwischen, 25 und 30 Euro pro Box und ist damit ja auch gleich auf mit Pinkbox, Glossybox und so weiter, was halt die monatliche Gebühr belangt. Du hast aber dafür Produkte in einem etwas höheren Warenwert drin und halt einfach größere Produkte, weil die Box auch einfach größer ist. So, wir schauen mal rein. Oh, Käse. Wir haben ja einen Flyer drin. Den habe ich drin aufgrund von Kooperation. Weihnachten steht kurz vor der Tür. Genau. Mit der neuen Brigitte-Box Weihnachtsvorfreude möchten wir dir die restlichen Tage versüßen. Fröhliche Weihnachten und ein selbstgemaltes Herz hier dahinter. Maria vom Brigitte-Box-Team. Guck mal, da ist ein Herz. Oh, das finde ich voll schön. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal. Also, Augen auf. Leider hatten dieses Mal nicht alle Produkte in der Box Platz, deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Hä? Okay. Ja, gucken wir mal. Da habe ich hier von twotickets.de, das hatten wir schon mal in einer Box mit drin. Ich glaube, das war die Luxury Box, oder? Genau, da sind zwei Tickets drin, 25 Euro Gutschein für eine Premium- oder Premium-Plus-Mitgliedschaft, 1 Monat gratis Gutschein für Premium-Mitgliedschaft, 1 Monat Laufzeit. Das finde ich ziemlich cool und ja, das kann man halt entweder zu Weihnachten jetzt sehr schön verschenken oder eben für sich selber als Geschenk nehmen. Das finde ich super. Letztes Mal hatte ich das, glaube ich, meiner Mama geschenkt und dieses Mal würde ich das dann meinem Papa schenken. Guck mal, da habe ich noch was drin. Okay. Nochmal das Gleiche. Oh nein. Hast du nochmal das Gleiche drin, nur halt mit hinten weihnachtlichen Sternchen drauf. Och, ist das schön. War das bei dem auch? Da waren auch Sternchen drauf. Nee, das ist einfach zweimal. Das finde ich ja richtig cool, ne? Sehr geil. 1A zum Verschenken oder zum Selbstbeschenken. Okay, das ist nicht das Produkt gewesen, was außerhalb der Box liegt, sondern hier haben wir noch einen Rasierer. Den hatten wir auch schon ein paar Mal öfters drin. Kann man auf jeden Fall gut verwenden, ne? Da sage ich auch nichts zu. Das ist ein 3-Klingen-Rasierer von Balea, der Fairy Tale. Gleitstreifen mit Aloe Vera und Vitamin E. Und ja, ne, ein Rasierer ist halt nie weg, sowas kann man gut verwenden. Ich bin halt eher der Typ Männerrasierer, weil ich es einfach irgendwie praktischer finde, damit besser umgehen kann. Ist eigentlich nicht so für unsere sensible Frauenhaut gemacht, aber ich kann damit irgendwie besser. Ich krieg's einfach besser alles ab. Jetzt ist Sammy hier gerade durchgelaufen und hat einen stehen lassen. Vielen Dank dafür, Sammy. Das hast du gut gemacht. Oh Mann. Okay, krass. Hier haben wir dann jetzt auch endlich mal die Brigitte-Box und die sieht doch richtig geil aus. Du hast es wahrscheinlich auch schon auf dem Thumbnail gesehen, aber jetzt nochmal aus der Nähe. Wir haben eine grüne Box mit weißen Punkten, was so ein bisschen aussieht wie Sparkles. Das hast du hier auch an der Seite und das ist voll schön. Und die ist halt relativ leicht, aber es liegt auch noch einiges daneben. Ein Gutschein ist einem immer sehr gut geholfen hierbei. Dann hast du hier noch das Brigitte-Box-Magazin, Reportage Meine Mutter, die Stasi und ich, Beauty-Profi-Tipps für glänzendes Haar. Interessant, dass das so zusammen genannt wird. 3,70 Euro kostet die Brigitte. Oh, dann hast du hier auch noch so TTZ-Coupons drin. Wird gelesen. Zack. So, die Box ist leer. Also der Karton. Die Box ist hier. Die machen wir jetzt mal auf. Vor Weihnachtsfreude oder Vorfreude auf Weihnachten. Düfte und Deko, ja. Hier haben wir die Brigitte-Box mit dem Seidenpapier, dem wunderschönen Schleifchen und wir riechen erst dran.
Riecht nach nichts. Also da kommt jetzt kein Duft raus. Vielleicht ist da auch irgendwas zu essen drin. Manchmal haben die auch Food-Produkte damit dabei. Würde mir ganz gut in den Kram passen, denn wir haben es jetzt 20 nach 7. Oh, der Klebi hat sich ohne Reißen lösen lassen. Der erste Blick in die Box. So, wir haben hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den Preisen und weiteren Produktinformationen. Weihnachtsvorfreude mit der Brigitte-Box Nummer 6. Der Duft von Punsch, knisterndes Kaminfeuer und glitzernder Kerzenschein verraten uns, der Winter ist da. Er zeigt sich von seiner schönsten Seite und die Vorfreude auf Weihnachten kann steigen. Wir haben diese wundervolle Stimmung eingefangen und in eine Box gepackt. Viel Freude beim Auspacken, Testen und Entdecken. Eine schöne Zeit wünscht ihr Brigitte-Box-Team. Cool. Ja, Düfte auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass hier kein Alkohol drin ist. Fest der Liebe, da hast du hier so eine Weihnachtskarte mit dabei. Das finde ich sehr schön. Ich verwende ja viel diese Karten tatsächlich, wenn ich auch Verlosungspakete packe, dass ich dann auch immer so eine schöne Karte mit dabei lege. Sie sind eingeladen am 5.12.2019 in Berlin. Okay, das ist, ja, wir laden Sie als liebgewonnene Abonnentin ganz herzlich zu unserem Brigitte-Box Weihnachtsmarkt ein. Tauchen Sie ein in unsere weihnachtliche Boxenwelt und lassen Sie uns gemeinsam viele Beauty-Geheimnisse lüften. Tragen Sie sich den 5. Dezember ein. Punsch und Party in Berlin. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen. Weitere Infos folgen per Mail. Ihr Brigitte-Box-Team. Ist cool, ist aber ein Donnerstag, ne? Und Berlin ist doch ein bisschen weiter weg, also da werde ich wahrscheinlich nicht dran teilhaben können. Schade. Berlin ist doch etwas weit weg von mir. So, dann machen wir mal weiter. Von Adler habe ich hier so ein Kästchen drin. Ist da Schmuck drin? Oh, ist das schön. Guck mal, das ist so ein Armband, so ein Perlenarmband. Ui. So was Ähnliches habe ich mal von meinem Freund geschenkt gekriegt, von Fossil, glaube ich. Oh, das ist schick, ne? Das gefällt mir. Aber wie gesagt, ich habe das schon so ziemlich ähnlich da von einer anderen Marke. Das heißt, das ist für mich ein perfektes Weihnachtsgeschenk, was ich so weiterschenken kann. Aber schön ist es definitiv. Praktisch finde ich auch, dass es mit Gummizug ist, dann kriegst du es halt besser über den Arm, ne? Ja, hier habe ich die Bürste, die ich tatsächlich auch schon gerade in Anwendung habe, wenn ich meine trockenen Haare bürste. Und zwar von Parsa Beauty, seidiger Glanz, Silky Shine, ideal für pflegebedürftiges Haar. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine richtig tolle Bürste. Die ist klasse, die ist auch gar nicht mal so günstig. Die hat hier so Viecher, und ich glaube, die sind mit Keratin oder sowas angereichert. So ganz, ganz witzig ist das. Genau, Pflegebürste Keratin. Die Pflegebürste glättet dank ihrer mit Keratin angereicherten Wildschweinbürsten die Haaroberfläche und verbessert merklich die Kämmbarkeit der Haare. Für seidigen Glanz und Geschmeidigkeit. Die abgerundeten Kunststoffstifte massieren zusätzlich sanft die Kopfhaut. Den Bürstenkopf gleich regelmäßig auskämmen. Ja, klar, jedes Mal am besten, ne? Material ist Kunststoff, Wildschweinbürsten mit Keratin. Und ja, ne? So schaut das Produkt aus und ich finde es auch wirklich klasse. Finde ich ziemlich cool. Kann ich auch wirklich empfehlen. Also das ist eine tolle, 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 tolle Haarbürste. Oh, Skinneco. Mineralerde und Ziegenmilch. Eine Naturseife ist das hier. Pickel, Mitesser, Mischhaut? Fragezeichen. Und dann für normale bis leicht fettige Haut. Okay. Riecht nach nicht viel. Riecht man die Ziegenmilch? Nicht wirklich. Also, nee. Also das hat wirklich keinen starken Eigenduft. Vielleicht, wenn man da wirklich das mit Wasser in Kontakt bringt. Unreine Haut wird geklärt und der frischgrüne Mineralerde wirkt entgiftend und unterstützt die Behandlung von Pickeln, Akne und Entzündung. Kann ich aktuell wirklich gut gebrauchen, denn ich habe hier gerade so Pickelrötungen und hier zwischen den Augenbrauen, keine Ahnung, wo die herkommen. Kann ich mir gut vorstellen, das unter der Dusche zu verwenden für mein Gesicht, um meinen Körper so als Duschgel und Gesichtsreinigungsproduktersatz. Kann ich mir echt gut vorstellen. Das ist cool. Hier haben wir noch ein bisschen was Designmäßiges von Z-Design bei Avery Zweckform. Geprüfte Qualität. Das sind Weihnachtssticker. Wie machst du das, Sammy? Erst hast du hier eben einen stehen lassen und jetzt, ne? Machst du Blödsinn? Sammy macht nur Blödsinn. Genau. Hier haben wir diese Weihnachtssternchen-Sticker. Die werden bei mir ruckzuck weg sein, weil ich sowas auch gerne verwende, um es halt auch auf Karten drauf zu machen und alles Mögliche damit zu bekleben. Ich bin da ganz furchtbar. Ja. So, was haben wir denn hier? Das ist ein Winterzauber. Oh, Räubusch, Gewürzmischung, aromatisiert von Teegschwender. Mhm. Ein Tee.
Tee ist okay. Nein, ich verwende tatsächlich jetzt zu dieser Jahreszeit sehr viel Tee. Das Räucherbusch riechst du leicht durch. Ja, aber der bleibt jetzt erstmal zu, weil ich noch so viele Tees offen habe, auch lose Tees, dass der halt jetzt erstmal zubleiben darf. Aber das finde ich gut. So, hier habe ich Laboratories Lyric Paris oder Lyrac. Die reichhaltige Creme Anti-Age Absolue, inspiriert von der Forschung der regenerativen Medizin. Regeneriert, mildert alle Zeichen von Hautalterung, tiefe Falten, Spannkraftverlust, Volumenverlust, Pigmentflecken, unebenmäßiger Teint und sie ist reichhaltig. Bewährte Textur zur äußeren Anwendung. Jo. 15 ml sind hier drin, das ist echt nicht viel. Normal hast du ja so 50 ml Creme immer drin, ne? Ist ja auch noch verschlossen. Riecht auch so nichts durch. Ja, ist halt ein Plastiktiegel und muss auf jeden Fall entweder von mir oder von wem auch immer getestet werden. Charlotte Mainzen, Winterhandcreme. Ja, eine Handcreme darf definitiv im Winter nicht fehlen, weil du hast extrem rissige Hände und Hände brauchen Pflege. Ich habe das auch, ich habe so viel Kram. Ah, das ist nicht schön mit meinen Händen zurzeit. Genau, und das ist mit zartem Mandelmilchduft und das finde ich ja großartig. 75 ml sind hier enthalten. Allein das Packaging schreit ja schon mal, hallo, der Winter darf gerne kommen. Ich wäre schon mal so weit. Ja, ne? Riechst du jetzt so nicht viel durch. Ich denke, wenn man das rausmacht und dann auf die Hand gibt, aber die lasse ich dann erstmal entsprechend zu und werde die dann bei Bedarf verwenden. Aber die spricht mich mega an. Passt auch gerade zum Outfit. Ich mag's. So, das finde ich super von M. Asam Resveratrol Premium. Eine Augencreme mit Hyaluronsäure und Q10 polstert Falten sichtbar auf und lättet und strafft. Und das ist tatsächlich ja, aus der Serie, wo ich jetzt aktuell schon so viel von da habe. Ich habe mal das Gesichtsserum von denen verwendet und sehr, 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 sehr gerne verwendet. Das ist aber sogar schon leer. Ich habe die Bodycream davon, ich habe die Ampullen davon und jetzt habe ich auch die Augencreme davon. Meine Herren, also das scheint wirklich jetzt gerade so eine Reihe von M. Asam zu sein, die sehr gerne sich in Boxen verbirgt. Also die wird dann definitiv auch getestet. Hier haben wir 15 ml drin. Das ist so eine klassische Größe von einer Augencreme. Scheint dann auch wieder so eine goldene Tube zu sein. Ne? Und die wird dann halt geöffnet, sobald ich sie brauche, weil ich habe jetzt noch aktuell eine offen und dann kommt die nächste und dann kommt die. Genau, weil ich, ja, die sind immer nur 6 Monate haltbar, glaube ich. Ne? Augencreme darfst du nicht allzu lange offen haben. Die kippt dir sonst einfach. So, dann habe ich hier das letzte Produkt und zwar Dein Kaminfeuer zum Träumen von Taroasis. Das ist ein Kaminfeuer-Duftset. Das sind 10 ml Naturduft inklusive Duftstein, Stern in Schmuckdose. Der fruchtig wärmende Naturduft lädt an kalten Abenden zum Träumen ein. Kaminfeuer ist eine Duftkomposition aus 100% naturrein ätherischen Ölen mit Orange und Weißtanne. Oh. Gib einfach ein paar Tropfen auf den Duftstein und fang an zu träumen. Also hier haben wir den Duft tatsächlich. So schaut er aus. Das ist ja, die kennt man ja, ne, von Taroasis. Das sind diese kleinen Glasfläschchen. Und hier haben wir den Duftstein. Also den muss man scheinbar auch gar nicht erwärmen. Das ist in so einem Metalldöschen drin. Sieht jetzt so nicht groß weihnachtlich aus von der Optik her. Ja, das ist ein Stein, Claudi. Wonach soll der riechen? Das ist einfach ein Stein mit einem Stern drauf und da musst du dann entsprechend einfach nur das Produkt drauf träufeln und kannst es dann genießen. Interessant, ne? Ja. Habe ich irgendwas vermisst? Dekorative Kosmetik so ein bisschen, ne? Normalerweise hast du in der Brigitte-Box noch so ein, zwei dekorative Kosmetikproduktsachen drin. Andererseits, welches Produkt hätten die weglassen sollen? Den Rasierer vielleicht. Ja, aber ansonsten sind es eigentlich schon ziemlich weihnachtliche Produkte, über die ich mich echt freue und ja, wo ich echt meine Freude dran habe, die entweder zu verwenden oder sie entsprechend an Familie und Freunde zu Weihnachten weiterzugeben, was ich großartig finde. Ne? Also das war auf jeden Fall jetzt die Brigitte Box für November, Dezember. Ja. November, Dezember. Ja, genau. November, Dezember. Weil wir haben heute noch den 29.11., wo ich dieses Video drehe. Ich bin kopfmäßig noch so ein bisschen durcheinander. Läuft bei mir. Ja, hier blende ich dir mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke schon, dass wir uns so im Rahmen 80, 90 Euro bewegen werden. Ach, wahrscheinlich noch mehr. Wahrscheinlich liegen wir sogar über 100 Euro und ich habe es mal wieder nicht gecheckt. Ich fand die Produkte cool und ich werde... Doch, das wird mehr sein. Das wird schon mehr sein. Kann ich gar nicht sagen, wie hoch der Wert ist. Der ist riesig. Super. Ja, mir hat die Brigitte Box ziemlich gut gefallen. Ja,
Denk dran, du kannst einen in diesem Video gewinnen. Alles, was dafür zu tun ist, steht unten in der Infobox. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, 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 sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!